Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Council. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht da, wo ich letztens aufgehört habe. Und zwar liegt das daran, dass, ich bin im Turmzimmer. Und in der letzten Folge musste ich ja ins Turmzimmer gehen. Und zwar, hatte ich Probleme beim Aufnehmen. Und zwar, wurde dieses kleine Stück halt, wie ich ins Turmzimmer gehe, nicht aufgenommen. Und ich habe im Turmzimmer auch direkt im Kamin ein halb verbranntes Blatt Papier gefunden. Das können wir uns aber... werden wir... Also er hat dann halt nur beschrieben, dass seine Mutter halt diesen Brief verfasst hat, weil das die Handschrift seiner Mutter war und halt, dass sie wieder ein Rätsel eingebaut hat und hier steht dann halt, sie schreibt, wir müssen eine sichere Kommunikationsmethode finden, jemand ist uns auf die Spur gekommen, haben Sie Vertrauen in meinen Glauben an den Mann mit dem Schwert? So, das war halt das, was, ne, also wir haben höchstens die, also ihr habt höchstens die Szene verpasst, wie gesagt, wie ich in das Turmzimmer gehe, das direkt gegenüber von der Treppe war, von Mortimers Büro. Und wie ich den Zettel aufgehoben habe, der im Kamin lag, da unten ist er sogar nochmal. Ich glaube, wir könnten ihn rein theoretisch sogar nochmal lesen. There are burnt papers in the chimney. Ja, könnten wir. Gut. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says, we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Na gut, dann habt ihr jetzt im Grunde eigentlich nichts verpasst, außer wie ich halt in das Turmzimmer gehe. So, dann heben Honey, wir auch das auf. The remedy of the gods. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Mm-hmm. An old Cisterce from Roman Gaul. Und haben wir noch hier was? Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. St. Paul on the road to Damascus. Bei Caravaggio. Das Gemälde und Gemälde und das, warte mal. Ah, nee, reicht nicht. Ich dachte, ich könnte aber... Machen wir das mal so. So. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal. The curtains of his illusions being raised and receives the light from his savior. Gut, mehr haben wir nicht. Da werde ich wahrscheinlich nicht raus können. Ich soll die Notizen auch durchsuchen wegen dem Mann mit dem Schwert. Aber ich kann nur hier drauf drücken. Also gehen wir mal hier rein. Door appears to be locked on the other side. Öffnen. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. Wie kriege ich sie auf? I'm gonna need something to help me get the key that fell on the floor. The door was closed from the inside. Would Mother have provided something within reach to recover it? Open Sesame. Wir knacken es einfach. Mhm. It's open. So, oh, holla. Wir haben hier ein Buch. St. Paul painted by Guido Reni.
St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. I don't know, what does that mean? Hmm. Information zum Gemälde zusammenfassen. So we have the figure 11 twice underlined and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul is speaking to. Mm-hmm. Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? Über den Geheimcode nachdenken. So we have the figure 11 twice underlined, and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul is speaking to. Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? Irgendwie sagt er jetzt wieder nur dasselbe. Ach, warte mal. Nee, er hat das Gemälde ja schon untersucht, aber den nehmen wir mit. Hm, jetzt bin ich aber interessiert. Hm, dann wollen wir mal. Paulus. Hm. Pilger. A chest with the occult symbol representing air. Beide Schlösser knacken. Ach, rechten Schlüssel verwenden. Ach. Ach, mein Gottchen. A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. The New Testament. Stimmt. Erstmal das Buch analysieren. Was haben wir hier? Eine Gutenberg-Bibel. Oh. This book is incredibly precious. I believe this is the book my mother referred to when calling upon the Lord. Dann können wir jetzt lesen. Nicht weiterreden, Offenbarung des Johannes, Paulus, Briefe 1 und 2. Boah, Korintherbrief 11, Korintherbrief 1 meine ich. Warte mal, was haben wir denn hier? 2. Ich habe keine Ahnung, müsste ich jetzt alles lesen, weil ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Bibel so und überhaupt nicht auf. Machen wir erstmal den Römerbrief. Ah, Kapitel 11, Vers 11. Oh, wir haben's. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. But wait, a note from mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative, awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does mother mean by that? Ich hab keine Ahnung. Aber folgenden Hinweisen. Oh. Er hat keinen Bart. Erstmal Gemälde betrachten. It's St. John, painted by Guido Reni. Rahmen? The painting looks like it's been taken down recently. What was it my mother said? That she would wait for an answer hidden behind the apostle. Yeah. Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and three to their right to complete their rank. What does it mean? St. John is the only apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. Hey, wait! That means it's him. He's the youngest apostle.
Ja, das haben wir ja jetzt schon raus. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. Hatten wir ja schon. Über den Code nachdenken? Nein. So, wir wissen ja schon, was es ist. Wir gucken jetzt hier erstmal uns weiter um. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. There's nothing worth noticing here. Kommode untersuchen. Das verstaubte Möbel, nein, die Kette, das verstaubte Möbelstück inspizieren. There are finger marks. Deliberately drawn in the dust. 8 in all. Kommode. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. The sentence in Hebrew. Ich weiß, was er bedeutet. Super. It says, count in the dust. All right, let's do it. No, nothing of value here. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Okay, 8. There's nothing worth noticing here. Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. Okay, da ist nichts. Oh, da ist noch was. Amber. Ah. 8, ja, wir haben 8. Was soll das bedeuten? Da haben wir das gefunden. So, da haben wir das gefunden. Da, das. Ist hier jetzt was? Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Vielleicht der Korintherbrief jetzt? Oh, da ist auch was. I guess I'll just come back later. Holen Sie das Paket, wie es muss verstecken, einmal finden kann. Ich erwarte Ihre Antwort verstecken. Post hinter dem. Ich erwarte Ihre Antwort versteckt hinter dem jüngsten Apostel. Ha, ich komme nicht weiter. Versteckt hinter dem jüngsten Apostel. Ja, aber. So, warte mal. Über die Zahlen nachdenken. They should add a companion to their left and 3 to their right to complete their ranks. I imagine it applies to their code, the one Mother set up with the pilgrims. What's this? A group of pilgrims who Paul was talking to, and now John is telling them prophecies? Ein zur linken und 3 zur rechten. Das sind nicht 3. Ja, 8, ich hatte ich ja jetzt auch schon raus. Ich weiß es nicht. Ich bin hilflos gerade.
little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. It says, count in the dust. Zähle im Staub. All right, let's do it. Zähle im Staub, dann den... There are finger marks. Deliberately Acht. Drawn in the dust. Was soll das bedeuten? Eight in all. That's what the message in Hebrew spoke about. Hebrew 8. Darum ging es in der hebräischen Botschaft. Hebräer 8. Ah, das hatte ich jetzt gerade vorhin, glaube ich, übersehen. Kapitel 2, Vers 8 vielleicht? Thou hast put all things under his feet, for in that he put all in subjection under him. He left nothing that is not put under him. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burnt. Here's a message. There are some complications. Indeed, the Prussian is insistent. What's happening at your end? Do you need help? If tonight is not possible, let's say tomorrow evening, in the south room, where we reviewed the situation. Im Zimmer auf der Südseite. When Paul understood that only the acts counted, he went back on his tracks. I await your confirmation to his left. In the company of the pilgrims that have joined him. Yeah, this last comment is about their code. I should find new pilgrims near Paul. Das sind dann... Das hier? Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Ach, ich bin... Das verwirrt mich. Das ist mir zu anstrengend. Folge den Hinweisen deiner Mutter in der Bibel. Versteckt hat. So. Wir brauchen Sie Hilfe. Wenn es heute Abend nicht geht, verschieben wir es auf morgen Abend im Zimmer auf der Südseite, wo wir die Lage besprochen haben. Als Paulus verstand, dass nur Taten zählen, war er wieder auf dem richtigen Weg. Ich erwarte Ihre Bestätigung. Links... von ihm in Gesellschaft der Pilger, die sich ihm angeschlossen haben. Ich verstehe keinen Ton. Es bleibt ja jetzt nur noch dieses Bild, ne? Eigentlich. There's something else behind this painting. Hatte ich das nicht schon? It says half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Korinth. So, wir haben ja Korinth. So, dann vielleicht der Korintherbrief jetzt. Das war Korintherbrief 1. Oh mein Gott. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Okay, das war nicht. Now therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law with one another. Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look. Here's a message. Hmm. It is of paramount importance that no one finds it. Watch out for the Prussian. He's on the trail. Let's meet up. I'll leave it to you to organize the rendezvous. Not today. I'm unable to do it. In the meantime, I'll follow the first group to Mark, who will reveal the answer to them. And that first group of pilgrims, how many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment, 6. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht Kapitel 6, Vers 11? For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Nein.
If we have hope in Christ in this life only, we are, of all men, most miserable. Pass auf, wo ist das jetzt? Als Paulus verstand, dass nur Taten zählen, war er wieder auf dem richtigen Weg. Ich erwarte ihre Bestätigung links von ihm. Links. In Gesellschaft der Pilger, die sich ihm angeschlossen haben. Bin ich eigentlich... Ich bin ja nicht... Now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear approved, but that ye should do that which is honored, for we are as reprobates. For we are unto God a sweet savor of Christ, in them that are saved, and in them that perish. Ich kenne mich damit aber auch, wie gesagt, nicht so gut aus. If we have hope in Christ in this life only, we are, of all men, most miserable. Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. How shall not the ministration of the Spirit not be more glorious? Ich lese jetzt, glaube ich, alles, ey. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Das bringt nichts. I guess I'll just come back later. Hochala. Als ich erwarte ihre Bestätigung links von ihm. Paulus. In Gesellschaft der Pilger, die sich ihm angeschlossen haben. Several portraits of apostles, all signed by Guido Rini. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Paulus. St. Paul painted by Guido Rini. Er ist kein Evangelist. Ja. Links von ihm. Vielleicht jetzt hier? St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Ah, zwei Darstellungen desselben Heiligen. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostle. How come? Gemälde? Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors, too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his savior. Rahmen? This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number vier. Four. Vier. Vier. Aber was soll ich mit vier anfangen?
Hereby know that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his spirit. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben jetzt Paulus Briefe. So, wir haben jetzt... Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Okay, das war's jetzt nicht. Das auch noch nicht. Kapitel 1, Vers 4. In him God has chosen us before the foundation of the world, that we may be holy and blameless before him. Auch nicht. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Auch nicht. Not in the lustful desire, even as the Gentiles who knew not God. Ich weiß nicht. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. Ich kann nur raten. Ich kann gleich einfach mal auf eine Lösung gucken. Ey, ich komme nicht weiter. Ich check's nicht. Sie in der Bibel versteckt hat, ja. Aber ich komme nicht weiter. Naja gut, aber ich muss eh Schluss machen. Sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal.